Herzlich willkommen zu unserer Serie über den Wiener Wohnungsmarkt. Heute sehen wir uns gemeinsam drei Bezirksteile im 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk an. Es handelt sich hierbei um die Bezirksteile Leopoldau-Großfeld-Siedlung, Rennbahnweg Kagranerplatz und Donau-City-Zentrum Kagran. Der 21. und 22. Bezirk sind sehr divers. In den heute präsentierten Bezirksteilen gibt es sehr viele Siedlungsbauten. Wie üblich starten wir mit einigen statistischen Informationen, bevor wir uns auf den Weg zu unserem Lokalaugenschein vor Ort machen, um euch ein Gefühl für Flair und Stimmung des jeweiligen Bezirksteiles zu geben. Am Ende kommen wir wieder hier ins Office zurück und ich gebe euch meine Einschätzung von Mietniveaus und Investmentrenditen und werfe einen Blick auf die künftige Entwicklung. Ich habe eine Karte vorbereitet, in der die Bezirksteile eingezeichnet sind. Die Bezirksteile sind alle eher groß und gehören zu den günstigeren von Wien. So mancher würde sie als klassische Arbeitergegenden bezeichnen. Wie üblich habe ich an dieser Stelle eine kleine Übersicht einiger statistischer Daten zusammengestellt. Die Bezirksteile sind alle eher jung und politische Hochburgen der SPÖ. Angeschlossen sind sie durch einen Mix aus S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Hierzu ist anzumerken, dass die U-Bahn-Anbindung mit ihrer Verlängerung im Jahr 2006 noch relativ jung ist. Mit dieser Einleitung starten wir unseren Vorortbesuch, bei dem wir uns die wichtigsten Straßen und Plätze ansehen, um ein Gefühl für das Leben dort zu erhalten. Wir starten unsere erste Tour in der Nähe der Großfeldsiedlung, unweit der U-Bahn-Station Leopoldau, und beenden unsere letzte Tour beim Donauturm. Die genaue Route haben wir wie üblich unten in der Infobox dargestellt. Unterwegs zeigen wir euch typische Immobilien und erzählen ein bisschen etwas über die Sehenswürdigkeiten und die Bautätigkeit, sodass ihr einen guten Eindruck von diesen Bezirksteilen bekommt. Starten wir los! Wir sind hier bei der U-Bahn-Station Leopoldau ausgestiegen. Hier ist der Startpunkt unserer ersten Tour Leopoldau-Großfeldsiedlung. Die U1 wurde 2006 bis hierher verlängert. Seit damals markiert Leopoldau den Endpunkt der U1. Die Fahrt vom Stephansplatz hierher dauert exakt 22 Minuten. Rein anbindungstechnisch können sich die Anrainer hier also nicht beschweren. Wir gehen nun einige hundert Meter südlich zur ersten großen Siedlung auf unserer Tour. Um uns herum sehen wir sehr viel Grün und durchaus auch sehr viel Individualverkehr. Zu unserer Linken sehen wir nun gleich das Hallenbad Großfeld-Siedlung. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnte man es fast als etwas dekadent bezeichnen. Wir haben nun die Großfeld-Siedlung erreicht. Der Name Siedlung geht geschichtlich weit zurück. So stellte die Stadt Wien das Areal 1933 für eine Siedlung für Erwerbslose zur Verfügung, da in der Stadt infolge der Weltwirtschaftskrise hohe Arbeitslosigkeit herrschte. Jeder Siedler erhielt damals etwa 2500 Quadratmeter Grund, um sich selbst mit Obst und Gemüse zu versorgen und Hühner und Hasen halten zu können. Anfang der 60er Jahre wurde das Areal mit Strom, Gas und Abwasserleitungen erschlossen. Dann wurden neue Straßen gebaut. 1966 bis 1973 wurden hier zahlreiche Gemeindebauten errichtet. Das Einkaufszentrum mit über 10.000 Quadratmetern Fläche wurde Großfeldzentrum genannt. An vielen Häusern befinden sich Reliefs oder Mosaike, die im Aufstand der Stadt Wien geschaffen wurden. Von 2013 bis 2016 erfolgte eine Sanierung der Wohnhausanlage. Mit 5.516 Wohnungen ist sie eine der größten Gemeindebauten Wiens. Trotz der vielen Siedlungsbauten wirkt die Gegend sehr grün. Und man erkennt, dass auch für die vermeintlich sozial Schwächeren das Auto nach wie vor ein hohes Gut ist. Wir gehen derzeit an der Bezirks- und somit natürlich auch an der Bezirksteilgrenze entlang. Wir beenden daher hier nun unsere erste Tour und starten direkt mit unserer zweiten Tour des Tages. Wir sind nun bei der nächsten Wohnsiedlung, dem sogenannten Rennbahnweg, angekommen. Seit den 70er Jahren reiht sich hier Plattenbau an Plattenbau. Einige sind bis zu 16 Stockwerke hoch. Auf 59 Stiegen leben rund 8000 Menschen in 2400 Wohnungen. Der Gemeindebau am Rennbahnweg hatte früher ein sehr schlechtes Image. Ein rauer Umgangston, Armut und Kriminalität wurden ihm bescheinigt. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor 25 Jahren einen Freund besuchte, der hier wohnte und immer ein etwas komisches Gefühl hatte. In den vergangenen Jahren hat sich das Image deutlich gebessert, wie übrigens auch in anderen Großsiedlungen. Heute wirken die Wiesen in den Innenhöfen gemäht und gepflegt. Das früher von mir als bedrohlich empfundene ist durchaus verloren gegangen. Wir haben nun den Kagranerplatz erreicht, der an der Wagramer Straße liegt, welche vom Zentrum Kagran bis zum nordöstlichen Ende der Stadt führt. Der Kagranerplatz wurde 1909 nach der ehemaligen Ortschaft und dem nunmehrigen Stadtteil Kagran benannt.
Wir stehen hier an der Kreuzung Wagramer Straße, Steigendischgasse. Hinter mir sehen wir ein 16-stöckiges Hochhaus, welches bereits seit rund 45 Jahren steht und das älteste Hochhaus des Bezirks ist. Ich finde, dass man das Wachstum der Stadt hier sehr schön erkennt. Zum Zeitpunkt seines Entstehens lag die Gegend hier absolut am Stadtrand, mit mehreren Straßenbahnstationen zur nächsten U-Bahn. Heute ist man auf halbem Weg im Zentrum. Wir haben nun das Donauzentrum und somit das größte Shoppingcenter in Wien erreicht. Der Fairness halber muss man sagen, dass das größte Einkaufszentrum Österreichs nur wenige Meter außerhalb von Wien im Süden liegt. Gehören tun übrigens beide demselben Eigentümer, dem französischen Fonds Unibail-Rodamco. Alle Einkaufswilligen kann ich beruhigen. Man kommt hier mit Deutsch sehr gut durch. Französisch habe ich hier noch nie gebraucht. Das Donauzentrum wurde 1975 mit 22.800 Quadratmetern eröffnet. Die heutige Verkaufsfläche beträgt 100.000 Quadratmeter. Inklusive Gastronomie und Unterhaltungsbetrieben kommt man sogar auf eine Gesamtfläche von ca. 225.000 Quadratmetern. So befinden sich im sogenannten Donauplex zahlreiche Restaurants, ein Kino mit IMAX-Technologie, eine Spielhalle und einige Nachtlokale. Da man sich hier zu den Nacht um die Ohren schlagen, aber nicht wirklich wohnen kann, ziehen wir weiter. Wir haben nun das Zentrum Kran erreicht. Hier war bis zur Verlängerung der U1 nach Leopoldau die Endstation der Roten Linie. Hinter mir sehen wir eine riesige Baustelle. Bis vor wenigen Jahren war hier ein Parkplatz, auf dem ganze Generationen der Donaustädter Autofahren gelernt haben. Heute entwickeln hier zwei renommierte Projektentwickler eine kleine Stadt in der Stadt. So werden laut Projektwebsite an jedem Ende des Plots ein Tower stehen, dazwischen mehrere andere Baukörper. Auf einer Bruttogeschossfläche von rund 148.000 Quadratmeter werden Wohnungen, Büros und auch ein Hotel und servicierte Apartments errichtet. Ohne nun das Preisniveau zu kennen, bin ich aufgrund der Lage und der Anbindung sehr sicher, dass das Projekt zu einem großen Erfolg wird. Wir haben nun den Donauturm erreicht, der anlässlich der Wiener Internationalen Gartenschau 1964 errichtet wurde. Der Donauturm ist mit einer Höhe von 252 Metern der höchste Turm Wiens. Bis Ende 2015 war die heute zur UniCredit Bank Austria gehörende Zentralsparkasse Mehrheitseigentümer. Seither befindet sie sich im Eigentum einer privaten Investorengruppe, verstärkt um die Wien Holding. Mit jährlich 420.000 Besuchern gehört der Donauturm zu den Top-Touristenattraktionen der Stadt. Das sich drehende Restaurant bietet Wiener Küche bei einem 360-Grad-Blick über Wien. Für Besucher ohne Höhenangst sicher ein tolles Erlebnis. Darüber hinaus ist der Donauturm einer der zulässigen Trauungsorte außerhalb der Wiener Standesämter. Die Zeremonien finden auf der verglasten Terrasse des Turms statt. Willkommen zurück. Ich hoffe, unsere Tour hat euch gefallen und ihr habt die zahlreichen Eindrücke genossen. Doch wie sind eigentlich die Einwohner ihrer Heimat? Und was bedeutet das für die Mietzinse und für die Investmentrenditen? Hier die Zusammenfassung. Die Zufriedenheit der Bewohner der Bezirksteile mit ihrer Heimat liegt knapp unter oder im Wiener Durchschnitt. Besonders gut bewertet werden die Anbindung, die Einkaufsmöglichkeiten, das Grünflächenangebot und die Sportmöglichkeiten. Negativ gesehen wird tendenziell die Nachbarschaft. Ich sage es immer wieder, gut, wenn man sich diesbezüglich mit seinem Nachbarn einig ist. Aktuell sehe ich in den heute präsentierten Bezirksteilen den nachhaltigen Marktmietzins einer neuen, nicht so großen Wohnung im Regelgeschoss bei rund 10,50 Euro bis 11,50 Euro pro Quadratmeter Wohnungsfläche und Monat. Die Anlegerrenditen für sanierte Eigentumswohnungen sehe ich bei rund 3%. Zu guter Letzt noch meine Einschätzung zur künftigen Entwicklung. Für uns Wiener sind die Bezirksteile ein Stück weit vorbelastet, doch lassen die nüchternen Rahmendaten durchaus Potenzial erkennen. So sind die Bezirksteile gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Die Südosttangente ist die wichtigste Anbindung an den Individualverkehr. In Summe spricht also vieles dafür, dass die betrachteten Bezirksteile eher unterbewertet sind. Demgegenüber stehen gewisse soziale Brennpunkte. Die soziale Lage kann sich gerade in einem Flächenbezirk nicht von der allgemeinen Bildungsstandard- und Einkommensentwicklung abkoppeln, sodass auch hier politische Entscheidungen und makroökonomische Trends eine große Rolle spielen. Eine besonders positive Entwicklung nahm der Bezirksteil Donau-City-Zentrumger Kran, der durch die U-Bahn-Erweiterung und den schrittweisen Ausbau des Donauzentrums stark aufgewertet wurde. Insbesondere für Häuser in Wassernähe werden mitunter astronomische Preise bezahlt. Als erstes erkannt hat das Potenzial die katholische Kirche, die sich zahlreiche Grundstücke gesichert hat und heute 99-jährige Baurechte vergibt. In göttlichen Maßstäben gerechnet ist dies natürlich nicht besonders lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einige spannende Informationen für euch mitnehmen. Wenn dem so war, schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. So ist gesichert, dass ihr nie eine Analyse verpasst.